Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lal. Ich bin's wieder, ein Flugzeug. Ich bin's wieder, eure Mal. Ich bin's wieder, der Dalai Lama. Ich bin's wieder, ein Schal. Hey Leute, ich mach es mir jetzt anal. Oh mein Gott, Leute, ich weiß aber nicht, wo der Mal jetzt ist. Ich bin's wieder, eure WLAN. Hallo, viele unserer Kunden wünschen sich WLAN. Ich bin's wieder, ein Plasma. One eternity later. Ich bin's wieder, eure LAN. Und ja, ich habe meine Jacke angezogen und ich habe mich in meine Hose gemacht am Flughafen. Und ich bin jetzt halt draußen. Es ist schon richtig spät. Könnt ihr sehen, es ist mega dunkel. Es ist vor allem mega dunkel. Ich bin gerade richtig hyper. Ich bin gerade richtig hyper. Ivy Hardcore. Hyper, hyper! Come on! Und was jetzt? Wo bin ich? Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung. Was soll jetzt als nächstes passieren? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was jetzt? Ich darf rum, oder? Also, wo soll ich hingehen? Ich bin voll durchgedreht. Ich bin richtig hyper. Wow, das ist Lichter. Leute, ich glaube, das ist ein Auto. Und die Lichter sind an. Was ist das? Warte, ich google schnell. Und dann, oh mein Gott, das ist ein Auto. Und jetzt muss ich mal, stell euch erstmal eben ab. Könnt ihr mich sehen? Ich muss schnell googeln, weil ich habe keine Ahnung, was ein Auto ist. Okay, und das ist sogar, glaube ich, ein Auto. Das ist Auto. Okay, ich steige einfach ein. Ich bin im Auto. Wie komme ich wieder zurück? So, ich bin jetzt raus aus dem Auto und ich bin mega heiß. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin hier in einem Parkhaus. Voll gruselig. Was ist hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Hier sind nur Autos. Ist hier irgendwas? Parkhaus. Ich sehe hier nur Autos. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Oh mein Gott. Da ist ein Zettel. Da steht LAN. Und hier sind einfach Nummern zu sehen. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Was hat das zu bedeuten? Und es steht auch noch das Alphabet. Also A, B, D, da. Also hier ist eine Adresse. Und dann steht hier 24 Stunden Bibo. Mach den Bibo. Bibo, mach das UFO, mach den Grobi, mach Bibo, 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 das ist eine Abkürzung für Bibliothek. Denke ich mal, doch. Ich glaube, das ist sogar die Abkürzung für die Bibliothek. Ist das etwa eine Bibliothek? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Zahlen und das Alphabet. Über 7 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. 24 Stunden Bibo. Mach den Bibo. Bibo. Ich werde dann jetzt ein Bibo anrufen und dann dahin fahren. Ich bin jetzt bei der Adresse. Das sieht doch genauso aus wie eine Lampe. Bücher. Was ist hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Was sind es eigentlich für Bücher? Ich weiß nicht, was ist hier? Ich habe keine Ahnung. Bücher!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wem gehört diese Telefonnummer? Ja, ich muss die Nummer auf jeden Fall ausprobieren. Bleib wirklich dran und man sieht sich. Ja, ja, das war schön. Thank you.